Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Frank ist zurück. Ich habe euch wieder was mitgebracht. Ich bin mal wieder auf meinem Referenzfeldweg unterwegs, wie ich das so schön nenne. Und im Hintergrund natürlich meine neueste Errungenschaft in der kleinen Klasse. Nach meinem Waterloo mit der CRF 300 Rallye musste ja mal wieder was Neues her. Und ich habe euch heute mitgebracht, passend zu meinem Outfit natürlich, da liegt der Helm, eine Royal Enfield Scram 411 oder 411, wie sie natürlich genannt wird. Noch gar nicht lange auf dem Markt und ich habe schon länger geliebäugelt mit dem guten Stück. Ja, und nachdem nach 3 Tagen die CRF 300 wieder verschwunden ist, dachte ich mir, komm, einen Versuch hier in der kleinen Klasse machen wir noch. Ich hatte mittlerweile 4 Himalayans, 2 davon waren ja Unfallmaschinen, vielleicht habt ihr das gesehen, während der Corona-Zeit aufgebaut, eine total verbrannte. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch das, wie aus einem Stück Kohle wieder eine Himalayan geworden ist. Und dann hatte ich noch 2, eine so eine Sledfarbene und eine rot-schwarze. Habe sie immer wieder abgestoßen, aber wollte jetzt nochmal ausprobieren, die Himalayan in schick sozusagen. Hat sie schon wieder schon länger geliebäugelt. Ja, und wie das sich anfühlt, das erzähle ich euch gleich. Ich habe ja nun schon 50 Kilometer mit dem Ding abgeritten. Ersten Tag in meinem Besitz, wie immer hier in diesem Format. Aber als erstes möchte ich euch mal zeigen, was ist gleich gegenüber der Himalayan und was ist Scram-spezifisch. Ja, natürlich Enfield Gleichteile-Politik. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich zu verbauen. Wir haben den Motor gleich, wir haben das Hinterrad gleich, wir haben den Tank gleich, wir haben die Gabel gleich. Also das, was am meisten auffällt hier und was anders ist als bei den anderen sozusagen, ist das Vorderrad. Wir haben hier ein 19 Zoll Vorderrad drin. Und kein 21er mehr. Und das 21er hat das Format 90-90 und hier haben wir das Format 100-90. Das macht das Ganze so ein bisschen ballonförmig. Interessanterweise hätte ich nicht gedacht auf den ersten Metern, dass mit dem 19 Zoll Vorderrad, das merkt man wirklich, das Ding geht wirklich um die Ecken ganz schnell, fällt viel mehr so rein als das 21er. Ich kann das gar nicht beschreiben. So muss Supermoto fahren sein, obwohl ich noch nie Supermoto gefahren bin. Zudem scheint der Lenker etwas breiter zu sein. Ich kann das noch nicht genau beziffern. Ich habe im Keller noch einen Himalayan-Lenker, den müsste ich mal daneben halten. Aber die Kombination aus diesem vermeintlich breiteren Lenker und dem kleinen Vorderrad, das geht richtig ab. Also da muss man aufpassen, dass man noch Grip hat. Bei trockener Straße überhaupt kein Thema, aber diese Seat-Reifen, diese indische Marke, ich hatte es ja schon mal in einem der Videos mit der Himalayan erwähnt, auf nasser Straße sind die mit Vorsicht zu genießen. Wenn ihr also viel fahren wollt oder bei Nässe oder weiter weg, empfehle ich euch, die Seat-Reifen runterzuschmeißen und vielleicht die guten Heidenau K60 Scout draufzuziehen. Ja, was noch auffällt, ist die Lampenmaske vorne natürlich, die anders ist. Interessanterweise, bei Japanern wäre die wahrscheinlich aus Kunststoff, die ist aus Guss. Wer schon mal ein paar Enfield-Teile in der Hand gehabt hat, also bei den Unfallmaschinen hatte ich zum Beispiel schon mal die Gabelbrücke oben in der Hand, das ist brettschwer alles. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass das hier Stahlguss ist und nicht unbedingt Aluminium oder Magnesium oder sowas. Ja, darin eingearbeitet sind dann die spezifischen Instrumente, die natürlich auch etwas anders sind als bei der Himalayan. Viel schicker natürlich. Interessant ist auch, wir haben nicht mehr, bei der Himalayan hat man ja diese Hartgummiknöpfe, wo man da während der Fahrt draufdrücken muss. Dieser Knopf ist an das Lenke, an das rechte Ende gewandert. Dort kann man die beiden Trip-Kilometerzähler durchschalten und auch den Gesamtkilometerstand, also mehr als die 3 Sachen gibt es nicht. Ist aber eine feine Sache. Interessant auch der Tripmaster. Übrigens hier Ready to Race, immer noch ein Erbe von meiner 93 Adventure. Man möge mir verzeihen hier, Ready to Race auf einer Himalayan, aber ist ja auch eine Art von Ready to Race. Ne? Vielleicht nicht ganz so ready bei 24 PS, aber immerhin. Okay, kurzer Ausflug nur. Also wie gesagt, wir haben den Tripper Navigation hier. Wobei ich mir gewünsche, dass vielleicht Enfield mal gecheckt hätte, was Tripper in Deutschland bedeutet. Ja, ups, was war das? Ach, da war noch ein Stein zwischen. Shocking hier, live. Ja, wie gesagt, Tripper Navigation, hier ein ganz nettes Cockpit drin. Sieht angenehm aus. Tank ist der gleiche. Was etwas anders geworden ist, ist die Sitzbank. Ich habe sie jetzt extra hier für das heutige Video mal draufgelassen, weil so kommt sie aus dem Laden. Für mich ist die ein bisschen tief. Ich habe immer noch die, die aufgepolsterte von der Himalayan im Keller liegen, die wird hier wieder drauf kommen. Aber das Schloss bei der ist hier hinten und bei der Himalayan ist das Schloss hier drunter. Aber die Traverse ist drin, die Löcher sind drin, ich muss einfach nur das Schloss umbauen. Zeige ich euch beim nächsten Mal.
Was ist noch anders? Erstmal ist die Maschine ungefähr 14 Kilo. Es gibt verschiedene Angaben. 14 Kilo leichter als die normale Himalayan. Ja, oh Wunder, wie kommt das? Die Kunst des Weglassens. Also wir haben den Hauptständer hier nicht mehr. Den hat man aus Coolness und wahrscheinlich aus Kostengründen weggelassen. Wir haben die Tankstutzbügel nicht mehr. Und wir haben auch hinten keine Gepäckbrücke mehr, sondern noch Griffe. Und dann vermute ich, dass das 19 Zoll Vorderrad ein bisschen leichter ist als das 21er. Das 21er hatte ich bei der Unfallmaschine schon mal in der Hand. Das ist richtig schwer, sodass ungefähr diese 14 Kilo zustande kommen. Kommt der Sache ganz gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Maschine spritzig ist, aber sie fährt wirklich gut. Sie fährt sehr schön ruhig, zieht durch. Drehmoment Punch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen bei 24 PS, aber wirklich angenehm. Also wenn man die quirlige CRF 300 vorher gefahren ist, muss ich ganz ehrlich sagen, angenehm. Aber da komme ich zum Schluss nochmal, indem ich die beiden Maschinen nochmal vergleiche. Was ist noch anders? Der Preis. Die Enfield Himalayan kostet mittlerweile, Stand September 2022, inklusive Überführung, ich glaube 5.500 oder 5.600 Euro. Und die Maschine liegt bei 5.200 Euro. Also die ist so 400 bis 500 Euro günstiger. Interessanterweise ist das hier ein Vorführer, den ich geschossen habe aus Mai. Die Maschine hat 130 Kilometer runter. 130 ist ja ein Witz. Und da habe ich nochmal eben 500 Euro billiger gekriegt. Klingt jetzt nicht viel, aber man muss bedenken, bei den kleinen Maschinen sind die Margen natürlich auch gering. Und ich glaube 4,7 oder sowas anstatt 5,2 mehr oder weniger neu. Ja? Also wie gesagt, 130 Kilometer. Also ja, insofern ist das ein faires Angebot. Und was soll ich sagen? Also ich bin vorhin die ersten Strecken gefahren, wie gesagt knapp 50 Kilometer. Ich dachte mir, oh, es ist aber ganz schön windig geworden draußen. Nee, das war nur, weil ich es nicht gewohnt bin, ab dem Bauchnabel aufwärts im Wind zu sitzen. Also, aber wir haben es immer noch 25 Grad, ein lauschiger Spätsommer, Abend, Nachmittag. Es ist wirklich angenehm. Das braucht man gar keine Scheibe da vorne. Bei denen, man fährt eh nicht schneller als 100. Also die fährt natürlich auch so 120. Aber wie gesagt, sehr angenehm. Ich muss noch ein paar Änderungen vornehmen. Ich wollte es heute einfach so zeigen. Da muss eine andere Sitzbank für mich drauf mit meinen 1,81 Meter. Wenn ihr kleiner seid, der Sitzwinkel mag passen. Ich fühle mich da noch nicht so ganz wohl mit der Sitzbank, aber ich habe ja die aufgepolsterte von Schauland Kiel zu Hause sitzen. Und ich weiß, wenn die drauf ist, also sitzen, die liegt zu Hause. Und wenn die drauf sitzt, weiß ich, dass es dann sehr, sehr angenehm ist. Und ja, ich muss einfach sagen, ich glaube, ich bin jetzt in der kleinen Klasse angekommen. Meine Kumpels werden jetzt wahrscheinlich leicht lächeln, wenn sie das hören, weil ich ja doch immer etwas durchtausche. Und ich fahre ja auch nie Probe. Das ist ja auch so ein bisschen meine Vorgehensweise, weil ich den Kick dann mehr erlebe. Kann aber auch mal die Hose gehen, wie bei der CRF. Ne? Also, aber wie gesagt, innerhalb von 3 Tagen war die verkauft. Ja, was kann ich dazu noch sagen? Also es ist im Prinzip, ich will es mal so nennen, eine Himalayan in schick. Das mit dem 19 Zoll Vorderrad, das sieht nicht nur cool aus, das merkt man wirklich, wenn ihr die mal gefahren seid, wie agil und schnell dieses Vorderrad um die Kurven gelenkt werden kann. Muss man ganz ehrlich sagen, viel Gleichteile. Ich glaube, wir haben 5 mm oder 10 mm geringere Sitzhöhe, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass die dann anderes Federbein drin haben. Bei der Gleichteile-Thematik kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, natürlich auch alle Schwächen sind übernommen von der Himalayan. Ja, also erinnert euch, in einem der Videos habe ich gesagt, ich würde den Entwickler entlassen, der diese Batterieposition entwickelt hat. Die ist so beschissen auszubauen da an der Seite. Da werde ich also erstmal wieder so ein CTEC-Ladekabel ransetzen und mal eine Bike-Start-Steckdose oder sowas, damit man da überhaupt rankommt. Ja. Ja, was kann man noch erwähnen? Witzig ist, dass Enfield, ich gehe mal hier runter, die Traverse, also diese Quertraverse, wo hier die Hupe dran ist und der Kühler dran ist, haben die unverändert dran gelassen. Und normalerweise, das weiß ich nicht, ob man das sieht, an den Enden fängt dann halt dieser Seitensturzbügel an, der dann hier oben an das Cockpit rangeht. Ja, man hat einfach dann da die Traverse so gelassen, Stichwort Gleichteile. Und hat dann hier irgendwie so ein Plastik dran gepöppelt. Ne? Gut, wenn es da richtig rumst, also ich schätze schon, dass das den Tank ein bisschen schützt. Aber ja, ansonsten auch der Aluminium-Unterfahrschutz, der mal gar nicht so schlecht ist. Wir haben den Euro 5-Auspuff, daran erkennt man ja die Euro 5-Modelle mit dem zweiten Katalysator hier vorne. Die Euro 4-Modelle haben nur einen. Ansonsten alles das Gleiche, bisschen offene Stecker hier oben. Natürlich, klar, aber für diese knapp 5 Mille würde ich sagen, ich habe ja nur schon einiges ausprobiert. Subjektiv für mich, tolles Motorrad in der kleinen Klasse und wie gesagt, ein paar Sachen liegen noch zu Hause. Da werde ich dann nochmal berichten,
in einem der nächsten Videos. So, kommen wir noch mal kurz zur CRF 300. Ja, also wenn man die gefahren ist, hier auch den Referenzfeldweg hoch. Übrigens, also ich bin hier im Stehen hochgefahren mit der. Also mit der hier würde ich auch in den Alpen fahren. Also ich war ja nun auch schon in den Alpen unterwegs, mehrfach. Gut, man kann dann eher mal durchknallen oder sowas, aber macht die auch mit. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass das hier ein Hindernis wäre. Ja, was kann ich sagen? Also ich sage, wie gesagt, Enfield in schick und macht wirklich Spaß. Und auch im Wind zu sitzen so ein bisschen, wenn man das weiß und dann nur zwischen 80 und 100 fährt, da fühlt es sich am wohlsten. Ist es ein tolles Motorrad. Und die CRF war einfach viel zu weich und wenn es euch interessiert, ich habe da zwei Videos produziert, wo ich da ein bisschen vom Leder lasse, weil ich es einfach nicht einsehe, mir für 7 Mille ein Motorrad zu kaufen und an Tag 1 schon irgendwie 1.000 in ein Fahrwerk zu investieren oder sowas. Ja, kann man machen, klar, aber da liegen wir schon bei 8. Und ich meine, die Tenere 700, die bei mir in der Garage steht, hat 10 gekostet. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen, ganz andere Klasse und dann hört es auch irgendwann auf. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und die Tenere 700 ist weiterhin bei mir in der Mittelklasse gesetzt. Tolles Multitool. Und ich glaube, mit der werde ich ziemlich viel Spaß haben und bin mittlerweile jetzt, wie gesagt, in der kleinen Klasse angekommen. Mal gucken, was noch kommt. Wie gesagt, nächstes Video zeige ich euch mal ein bisschen, was ihr da so alles verbauen könnt. Bis dahin empfehle ich euch, vielleicht habt ihr das bei mir auf dem Kanal auch schon gesehen, ich habe ein Video gemacht, wie man Elektrikprobleme vermeiden kann. Ich empfehle euch dringend die 5 Relais, also 4 hier drunter und eins im Seitendeckel, gegen Markenrelais von Heller oder ähnliches auszutauschen. Schaut euch das Video an, schaut auch ruhig mal in die Kommentare. Da waren ein paar dankbare Kommentare dabei. Da waren Leutchen bei, die hatten Ausfälle auf der Autobahn, die Werkstatt wusste nicht mehr weiter. Gedenksekunde, wenn man auf den Anlasser drückt, hatte ich auch bei der Himalayan. Und diese Relais sind also Schrott. Und das ist eine Investition von 5 mal 5 Euro ungefähr. Bei Amazon oder sonst wo und dann seid ihr mit den Heller Relais auf der sicheren Seite. Also das unabhängig von irgendwelchen Anbauten oder so, macht das dringend. Betrifft die Euro 5 Modelle, die Euro 4 Modelle hatten das nicht. Interessanterweise gibt es sogar die ersten Kommentare bei Amazon, sogar bei diesen Relais schon von irgendwelchen Himalayan-Fahrer. Also wahrscheinlich haben die jetzt einen hohen Umsatz. Und wenn ihr nicht irgendwo liegen bleiben wollt oder irgendwelche, bei mir war es zum Beispiel, der Scheinwerfer ging nicht mehr. Der Scheinwerfer ging nicht mehr und ich hatte immer eine Gedenksekunde auf dem Anlasser. Und ja, also das nur mal so am Rande. Empfehle ich euch dringend. Schaut es euch an oder schaut es euch nicht an. Schaut im Internet, wie gesagt, einfach die Relais auswechseln. Und dann seid ihr schon mal sicher an Seite. Der Rest ist ja dann, sage ich mal, nach Eigengutdünken. Aber da zeige ich euch im nächsten Video noch ein bisschen was. Fazit erstmal, Daumen hoch für die Royal Enfield Himalayan Scram 411. So heißt sie im Volltext. Und für mich persönlich immer noch Daumen runter für die CRF 300. Wie hatte eine Kollege noch in den Bewertungen geschrieben oder in den Kommentaren, ein total overhypedes Motorrad. Muss ich ihm ein Stück beipflichten. Also, wie gesagt, es gibt andere, die das vielleicht anders sehen. Aber das ist was Kerniges hier. Das hat schön Drehmoment, fährt unaufgeregt, hat natürlich nicht die Geländequalitäten. Und wie gesagt, wenn ich bei der CRF 300 ein Federbein investiere für ein Tausi, dann habe ich auch die entsprechenden Qualitäten. Aber mache ich nicht mit, habe ich erklärt. Vielleicht schreibt da ein paar Kommentare, wie ihr das seht. Ansonsten nochmal Daumen hoch, 411 Scram und ja, ich werde berichten oder ich werde weiter über das Modell berichten. Ciao.